Beach Berlin sind Europas größte Beachsportanlage. Das heißt 50 Volleyballfelder, ein Kletterturm, ein Eventzelt, 30 Cubes. Wir sind auf PayPot gekommen, weil es in den vergangenen Jahren dann doch zu Differenzen kam. Und einfach um diese Fehler zu minimieren, um Rechenfehler zu vermeiden oder Diebstähle zu vermeiden, haben wir uns dann dafür entschieden, die PayPot zu installieren. Wir haben uns über PayPot schlau gemacht, haben es zuerst durch Zufall bei einer Tankstelle gesehen, haben dann langsam einen Plan aufgestellt, wie man es hier integrieren kann und auch installieren. Und mittlerweile stehen 5 PayPots hier auf der Anlage. Die Installation der PayPots lief einwandfrei. Es musste lediglich eine Verbindung zwischen Buchungssystem und PayPot stattfinden und dann war der innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Die Vorteile des PayPots sind, dass alle Leistungen, die hier bei Beachmeter angeboten werden, komplett über ein System abgerechnet wird. Das heißt, Gastronomie, aber auch Feldervermietung hat man komprimiert in einem System. Wir haben den Vorteil als Tresenmitarbeiter, dass der Bezahlvorgang einfacher ist, dass es hygienischer ist. Der Tresenmitarbeiter kann sich wirklich auf die Zubereitung der Getränke konzentrieren, eintippen ins System. In der Zeit bezahlt der Kunde und es bleibt Zeit für eine persönliche Bindung. Die Schichtleiter haben den Vorteil, dass das händische Geldzählen wegfällt. Wir haben alles komprimiert in einer Cashbox, drucken uns den Bon aus mit der Summe, die drin sein sollte und das Ganze in Umschlag und dann in Tresor. Das spart Zeit und aber auch Nerven. Die Kunden freuen sich dann auch immer, dass sie gleich das Wechselgeld kriegen, während wir dann schon die Sachen fertig machen. Also insgesamt ein sehr positiver Eindruck. Das neue Bezahlsystem, das finde ich, ist an sich eine ganz witzige Sache. Irgendwie mal was Neues hat man selten. Meistens kennt man das nur von der Tankstelle. Also das neue Bezahlsystem ist halt einfach ein bisschen effizienter, klappt super schnell. Man weiß, dass man auf jeden Fall sein passendes Rückgeld zurückbekommt und das, ja, finde ich super.